Schauen wir uns zunächst einmal einen Stabmagneten an, wie dieser an vielen Schulen für Schülerexperimente verwendet wird. Solche Magnete besitzen in der Regel zwei Farben, in diesem Fall Rot und Grün. Dadurch werden die beiden Pole eines Magneten gekennzeichnet. Rot eingefärbt ist der Nordpol und grün der Südpol. Merkt euch einfach, dass die Worte Rot und Nord den Buchstaben O besitzen und Grün und Süd den Buchstaben Ü. In diesem Experiment gilt es herauszufinden, was passiert, wenn die Pole zweier Magnete sich annähern. Wenn der Südpol eines Magneten in die Nähe des Nordpols eines zweiten Magneten gebracht wird, wirkt eine anziehende Kraft. Das gleiche gilt auch, wenn der Nordpol eines Magneten in die Nähe des Südpols eines zweiten Magneten gebracht wird. Zwei gleiche Pole, also Südpol und Südpol oder Nordpol und Nordpol, stoßen sich jedoch ab. Im folgenden Kapitel gehen wir der Frage nach, wie man aus einem gewöhnlichen Eisennagel einen Magneten herstellen und den magnetisierten Eisennagel danach wieder entmagnetisieren kann. Als erstes versuche ich mit dem Eisennagel eine Büroklammer aus Eisen anzuheben. Wie ihr seht, mit eher mäßigem Erfolg. Hier das Ganze noch einmal in der Animation. Um sich vorstellen zu können, wieso man mit einem nicht magnetisierten Eisennagel keine Büroklammer anheben kann, werfen wir einen Blick in das Innere des Nagels und der Büroklammer. Um sich anschaulich vorstellen zu können, wieso ein gewöhnlicher Eisennagel keine magnetische Wirkung nach außen besitzt, kann es hilfreich sein, sich im Eisennagel ganz viele kleine Stabmagnete vorzustellen. Diese kleinen Magnete nennt man Elementarmagnete. Dabei handelt es sich jedoch nur um ein vereinfachtes Modell und nicht um den wirklichen Aufbau eines Magneten. Die Elementarmagnete sind so angeordnet, dass genauso viele Südpole wie Nordpole in alle Richtungen zeigen. Das führt dazu, dass sich die magnetischen Kräfte ausgleichen und der Eisennagel nach außen hin keine magnetische Kraft besitzt, die Büroklammer anzuziehen. In einem kleinen Experiment kann man die Auswirkungen einer solchen Anordnung zeigen. Die magnetische Kraft wird mit Hilfe eines Kompasses angezeigt. Solange die vier Stabmagnete eine geschlossene Anordnung aufweisen, bewegt sich die Kompassnadel nicht, obwohl die Stärke der Magnete ausreicht, um den Kompass in diesem Abstand zu beeinflussen. Ein Blick in das Innere der Büroklammer zeigt uns, dass auch hier die Elementarmagnete so ausgerichtet sind, dass die Büroklammer keine magnetische Wirkung nach außen hat. Gehen wir zurück ins Realexperiment. Ihr seht, dass man mit Hilfe eines Magneten eine Büroklammer aus Eisen anheben kann. Was ist der Unterschied jedoch zwischen einem Magneten und unserem Eisennagel? Schauen wir uns dazu im Modell den Aufbau eines Magneten an. Wie ihr seht,
zeigen im Stabmagneten mehr Nordpole der Elementarmagnete nach unten als nach oben. Diese ungleiche Ausrichtung der Elementarmagnete sorgt dafür, dass der Stabmagnet am unteren Ende einen Nordpol besitzt. Die magnetische Kraft des Nordpols sorgt nun dafür, dass sich einige Elementarmagnete in der Büroklammer mit ihrem Südpol nach oben hin ausgerichtet haben. Somit stehen sich jetzt der Nordpol des Magneten und der neu entstandene Südpol der Büroklammer gegenüber. Und wie ihr bereits wisst, ziehen sich ungleiche magnetische Pole an. Jetzt streiche ich mit dem Nordpol des Magneten über den Eisennagel und zwar immer in eine bestimmte Richtung. Man sehe und staune, nun kann ich mit diesem Eisennagel die Büroklammer anheben, auch wenn diese vorher noch keinen Kontakt zu einem Stabmagneten gehabt hätte. Was passiert beim Streichen des Magneten über den Eisennagel? Schauen wir uns dieses in der Animation an. Der Nordpol des Stabmagneten sorgt mit seiner magnetischen Kraft dafür, dass sich einige Elementarmagnete im Eisennagel mit ihren Südpolen hin zum Nordpol des Stabmagneten ausrichten. Nun zeigen im Eisennagel mehr Elementarmagnete mit ihrem Südpol nach unten als nach oben. Der Nagel besitzt somit an seiner Spitze einen magnetischen Südpol. Der Südpol des Nagels und der Nordpol des Stabmagneten ziehen sich an. Auch wenn man den Stabmagneten nun vom Eisennagel entfernt, bleibt die Ausrichtung der Elementarmagnete im Eisennagel bestehen, sodass der Nagel weiterhin einen Nordpol und einen Südpol hat. Nun kann man die Büroklammer mit dem magnetisierten Nagel anheben. Das Ganze geht natürlich auch einfach. Nun halte ich die Spitze des Eisennagels längere Zeit in die Flamme einer Kerze und probiere nun, die Büroklammer mit dem Nagel anzuheben. Wie man sieht, wieder mit mäßigem Erfolg. Was passiert mit dem magnetisierten Eisennagel, wenn man diesen in die Kerzenflamme hält? Zunächst sind die Elementarmagnete noch so ausgerichtet, dass mehr Südpole hin zur Spitze zeigen. Die Wärme der Kerze sorgt allerdings dafür, dass die Elementarmagnete in Bewegung geraten und sich so ausrichten, dass wieder gleich viele Süd- und Nordpole hin zur Spitze des Nagels zeigen. Dadurch wirkt der Eisennagel nach außen hin wieder unmagnetisch. Der Eisennagel wurde entmagnetisiert. Er ist nun nicht mehr in der Lage, eine nicht magnetisierte Büroklammer anzuheben. Im zweiten Kapitel geht es um das Magnetfeld. Schauen wir uns zunächst einmal ein Experiment an. An einem Faden ist ein Stabmagnet aufgehangen. Dieser kann sich frei drehen. Vor Beginn des Experiments zeigt der Südpol des Stabmagneten von uns aus gesehen nach rechts und der Nordpol nach links. Schauen wir doch einmal, ob wir diese Ausrichtung verändern können. Dazu drehe ich den Stabmagneten so, dass der Südpol und der Nordpol in eine andere Richtung zeigen. Nachdem ich den Stabmagneten wieder loslasse, fängt er an, sich hin und her zu drehen. Das dauert so lange, dass ich euch dieses im Schnelldurchlauf zeige. Erst nachdem ich den Stabmagneten wieder in die Position bringe, dass der Südpol nach rechts zeigt, hört er auf, sich zu drehen.
Testen wir das Ganze noch einmal. Dieses Mal drehe ich den Stabmagneten so, dass der Südpol nach links zeigt. Nachdem ich den Magneten loslasse, dreht er sich dieses Mal aufgrund seiner Trägheit noch wilder, sogar mehrere Male um die eigene Achse. Auch hier beruhigt sich der Stabmagnet erst, wenn ich den Südpol nach rechts ausrichte. Dieses ist die einzig stabile Ausrichtung. Doch warum? Ich habe mal den Stabmagneten entfernt und einen Kompass unter die Wäscheklammer gestellt. Der Kompass zeigt uns, in welche Richtung der Nord- und der Südpol der Erde liegen. Wir erinnern uns, dass der Südpol des Stabmagneten nach rechts zeigte, dort, wo sich laut Kompass der Südpol der Erde befindet. Komisch, wir hatten doch im Experiment festgestellt, dass sich zwei gleiche magnetische Pole abstoßen. Um das Phänomen zu erklären, müssen wir einen Blick auf die Erde werfen. Wie ihr sicherlich wisst, dreht sich die Erde um die eigene Achse. Positionieren wir einmal einen riesigen Kompass auf der Erde. Die Kompassnadel ist nichts anderes als ein kleiner Stabmagnet mit einem Nord- und einem Südpol. Der Nordpol der Kompassnadel zeigt in Richtung des Nordpols der Erde und der Südpol der Kompassnadel zeigt in Richtung des Südpols der Erde. Doch wie können wir das erklären? Die Erde besitzt zwei magnetische Pole sowie ein Stabmagnet. Wir stellen uns einmal vor, dass sich die Erde um einen riesigen Stabmagneten dreht. Das Entscheidende ist nun, dass der Stabmagnet am geografischen Nordpol einen magnetischen Südpol besitzt. Am geografischen Südpol hat er einen magnetischen Nordpol. So kann man erklären, warum unser frei drehbarer Stabmagnet mit seinem Nordpol zum geografischen Nordpol zeigt, da sich dort der magnetische Südpol befindet. Allerdings ist unser Magnet doch sehr weit weg von den magnetischen Polen der Erde. Wie spürt der Magnet und der Kompass, wo Norden und wo Süden ist? Das hat mit dem magnetischen Feld um einen Stabmagneten zu tun. Schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie die Form eines Magnetfeldes eines Stabmagneten aussieht. Dazu führe ich zunächst einen Kompass um einen Stabmagneten. Die Kompassnadel richtet sich je nach Position zum Stabmagneten aus, auch wenn diese den Stabmagneten nicht direkt berührt, also in einer gewissen Entfernung. Die Spitze der Kompassnadel ist ein magnetischer Nordpol. Dieser zeigt in Richtung des magnetischen Südpols des Stabmagneten. Und das flache Ende der Kompassnadel zeigt in Richtung des Nordpols des Stabmagneten. Nimmt man anstelle einer Kompassnadel ganz viele kleine Kompassnadeln, zeigt sich folgendes Bild. Man kann Linien erkennen, die vom Nord zum Südpol zeigen. Verändert man die Ausrichtung des Stabmagneten, ändert sich auch die Ausrichtung der kleinen Kompassnadeln, sodass wir wieder Linien erkennen, die vom Nord zum Südpol zeigen. Noch besser kann man die Form des Magnetfeldes veranschaulichen, indem man eine weiße Pappe über einen Stabmagneten legt und kleine Eisenspäne auf die Pappe streut. Man erkennt zwei Punkte, an denen sich viele Eisenspäne anordnen. Unter diesen beiden Punkten befinden sich die Enden des Stabmagneten. Dort ist die magnetische Kraft am stärksten. Ausgehend von den beiden Polen des Magneten ordnen sich die Eisenspäne in geraden und bogenförmigen Linien an. Schauen wir uns in der Animation noch einmal die Untersuchung eines Stabmagneten mit mehreren Kompassen an.
Verbindet man nun die Ausrichtung der einzelnen Kompasse mit Linien, ergibt sich folgendes Bild. Hier seht ihr nun die Form des Magnetfeldes um einen Stabmagneten. Die einzelnen Linien nennt man Magnetfeldlinien. Diese Magnetfeldlinien schneiden sich niemals. Die Richtung jeder Magnetfeldlinie wird mit einem kleinen Pfeil dargestellt. International haben sich Wissenschaftler darauf geeinigt, dass die Magnetfeldlinien vom Nordpol zum Südpol zeigen. Die Richtung der Magnetfeldlinien ist an dieser Stelle noch wenig entscheidend. Doch ist es im späteren Unterricht hilfreich zu wissen, wenn man zum Beispiel die Richtung der Lorentzkraft bestimmen möchte. Die Dichte der Magnetfeldlinien, also die Anzahl der Magnetfeldlinien in einem bestimmten Bereich, gibt an, wie stark die magnetische Kraft an dieser Stelle ist. An den beiden Enden des Stabmagneten sind die Magnetfeldlinien sehr dicht beieinander, da alle Magnetfeldlinien aus dem Nordpol austreten und in den Südpol eintreten. Dort ist die magnetische Kraft dementsprechend am größten. Seitlich vom Magneten liegen die Magnetfeldlinien nicht so dicht beieinander. Die magnetische Kraft ist auch hier deutlich geringer. Neben dem Stabmagnet ist der sogenannte Hufeisenmagnet von besonderer Bedeutung. Untersucht man die Form des Magnetfeldes eines Hufeisenmagneten mit einem Kompass, stellt man fest, dass die Ausrichtung des Kompasses in der Mitte des Hufeisenmagneten überall gleich ist. Noch deutlicher sieht man dieses, wenn man wieder unsere vielen kleinen Kompassnadeln zu Hilfe nimmt. Nur im Außenbereich des Hufeisenmagneten zeigen die Kompasse in unterschiedliche Richtungen. Das Magnetfeld eines Hufeisenmagneten kann man wieder sehr schön mit Hilfe von Eisensträngen veranschaulichen. Schauen wir uns in der Animation die Ausrichtungen der Kompasse und das Magnetfeld eines Hufeisenmagneten an. In der Mitte ist die Ausrichtung aller Kompasse gleich. In diesem Bereich spricht man von einem homogenen magnetischen Feld. In diesem homogenen magnetischen Feld ist die magnetische Kraft überall gleich groß, also sowohl in seiner Stärke als auch in seiner Richtung. Um den Hufeisenmagneten herum befindet sich ein inhomogenes magnetisches Feld. Im dritten Kapitel geht es um den Zusammenhang zwischen der Elektrizität und dem Magnetismus, dem sogenannten Elektromagnetismus. Um diesen Zusammenhang experimentell zu zeigen, bietet sich das sogenannte Oersted-Experiment an. Dazu legt man einen Kompass unter ein Stromkabel und zwar so, dass die Kompassnadel parallel zum Stromkabel ausgerichtet ist. Solange kein Strom durch das Stromkabel fließt, zeigt die Kompassnadel in Richtung der beiden Pole der Erde. Dreht man allerdings die Spannung des Netzgerätes hoch, fließt elektrischer Strom durch das Stromkabel. Die Kompassnadel richtet sich nun senkrecht zum Stromkabel aus. Außerdem kann man zeigen, dass je höher die Spannung am Netzgerät und dadurch gleichzeitig die Stromstärke, umso stärker wird die Kompassnadel beeinflusst. Gehen wir in die Animation, um uns vorzustellen, wie es zu der Auslenkung des Kompasses kommt. Auch hier ist dargestellt, dass die Kompassnadel sich senkrecht zum Stromkabel ausrichtet, sobald Strom durch das Stromkabel fließt. Werfen wir einen Blick in das Innere des Stromkabels. Ein Stromkabel ist aus vielen, vielen Atomen aufgebaut. Wir interessieren uns jedoch nur für bestimmte Elektronen im Stromkabel. Solange die Spannung am Netzgerät auf Null steht, fließt kein Strom. Dreht man die Spannung allerdings hoch, fangen die Elektronen an, sich hin zum Pluspol des Netzgerätes zu fließen. Je höher die Spannung, umso schneller fließen die Elektronen und umso stärker wird die Kompassnadel beeinflusst. Der Grund für die Beeinflussung der Kompassnadel ist ein Magnetfeld, das sich um das Stromkabel bildet, sobald die Elektronen sich bewegen.
Dieses Magnetfeld ist umso stärker, je schneller sich die Elektronen im Stromkabel bewegen. Dieses Magnetfeld ist für einen kleinen Bereich ganz nah um das Stromkabel herum stärker als das Erdmagnetfeld an dieser Stelle. Deshalb wird die Kompassnadel entsprechend des Magnetfeldes um das Stromkabel abgelenkt. Wichtig für das weitere Verständnis ist jetzt, dass wir an dieser Stelle aufzeigen können, dass der Ursprung vom Magnetismus bei den Elektronen liegt. Bewegte Elektronen erzeugen ein Magnetfeld. Deshalb verabschieden wir uns an dieser Stelle von der Vorstellung, dass sich in Gegenständen kleine Startmagnete befinden. Um die Form eines Magnetfeldes um ein stromdurchflossenes Stromkabel zu veranschaulichen, führe ich folgendes Experiment durch. Ihr seht ein Netzgerät, an dem zwei Stromkabel angebracht sind. Die beiden Stromkabel sind miteinander verbunden, sodass wir einen großen Stromkreislauf vorfinden. Ohne jeglichen Widerstand erzeugen wir kurzzeitig einen Kurzschluss. Also sollte man darauf achten, das Netzgerät nicht allzu lange eingeschaltet zu lassen und die Spannung nicht zu hoch einzustellen. Die Elektronen werden gleich im Experiment vom blauen Minuspol des Netzgerätes nach oben durch das blaue Stromkabel und hinunter durch das rote Stromkabel zum Pluspol des Netzgerätes fließen. Untersucht man das Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters mit einem Kompass, zeigt sich, dass die Kompassnadel je nach Position zum Stromkabel sich unterschiedlich ausrichtet. Durch das blaue Stromkabel fließen die Elektronen nach oben. Hinter dem Stromkabel zeigt die Spitze des Kompasses von uns aus gesehen nach rechts. Und vor dem Stromkabel nach links. Auf der anderen Seite fließen die Elektronen nach unten. Hier zeigt die Spitze des Kompasses hinter dem Stromkabel nach links. Und vor dem Stromkabel nach rechts, also genau umgekehrt zu eben. Um dieses zu erklären, schauen wir uns das Ganze noch einmal in der Animation an. Hier noch einmal die Richtung, in die die Elektronen fließen. Die Elektronen werden vom Minuspol des Netzgerätes abgestoßen und vom Pluspol des Netzgerätes angezogen. Verbindet man die einzelnen Kompassnadeln miteinander, ergibt sich ein Kreis. Im Gegensatz zum Magnetfeld eines Dauermagneten, besitzen die Magnetfeldlinien um ein stromdurchflossenes Kabel kein Ende und kein Anfang. Die Spitzen der Kompassnadeln geben die Richtung der kreisförmigen Magnetfeldlinien an. Es gibt einen kleinen Trick, die Richtung der Magnetfeldlinien zu bestimmen. Dazu legt ihr eure linke Hand, wie in der Animation zu sehen, um das Stromkabel. Der Daumen zeigt in die Richtung, in der die Elektronen fließen. Die restlichen Finger geben dann die Richtung des Magnetfeldes an.
Mithilfe des Oersted-Experiments konnte nachgewiesen werden, dass um ein stromdurchflossenes Kabel ein Magnetfeld existiert. In diesem Experiment nehmen wir nun eine Spule. Fließt Strom durch eine Spule, baut sich ein Magnetfeld auf, das so stark ist, dass man sogar eine Büroklammer aus Eisen anheben kann. Aber was ist überhaupt eine Spule? Eine Spule kannst du dir ganz leicht selber bauen. Dazu brauchst du nur ein langes Stromkabel, das du mehrere Male aufwickelst. Aber solche Spulen gibt es natürlich auch schon vorgefertigt. Anstelle eines Stromkabels wird hier ein dünner Draht verwendet, der mit einem Lack überzogen ist, um den Draht zu isolieren. Schaut man ganz genau hin, stellt man fest, dass dieser Draht in mehrere Schichten aufgewickelt wurde. So kann man Spulen herstellen, bei denen der Draht mehrere tausend Male aufgewickelt wurde. Für Schülerexperimente werden in der Regel Spulen mit geringeren Windungszahlen genommen. Bei der Spule, die hier zu sehen ist, kann man sogar unterschiedliche Windungszahlen verwenden. Steckt man je ein Ende eines Stromkabels in den gelben und den schwarzen Anschluss, fließt der Strom durch die inneren 300 Windungen der Spule. Steckt man je ein Ende des Stromkabels in den gelben und den grünen Anschluss, fließt der Strom durch alle 600 Windungen der Spule. Wählt man den schwarzen und den grünen Anschluss, fließen Elektronen durch die äußeren 300 Windungen. Die Frage ist, welche Form hat das Magnetfeld, das entsteht, sobald Strom durch die Spule fließt? Auf der rechten Seite des Tisches untersuchen wir noch einmal das Magnetfeld eines Stabmagneten mit Hilfe eines Kompasses. Auf der linken Seite ist eine Spule platziert, die an ein Netzgerät angeschlossen ist. Schalten wir das Netzgerät ein und erhöhen wir die Spannung, fließt der Strom durch die Spule. Nun können wir das Magnetfeld um die Spule auch hier mit einem Kompass untersuchen. In der Animation vergleichen wir einmal die unterschiedlichen Ausrichtungen der Kompassnadel an unterschiedlichen Positionen um den Stabmagneten und der Spule. Wir stellen fest, dass das Magnetfeld um einen Stabmagneten und das Magnetfeld um eine Spule dieselbe Grundform besitzt. Fließt also Strom durch eine Spule, kann man sich ruhig vorstellen, dass man einen Stabmagneten in der Hand hält. Wie kommt die Form des Magnetfeldes um die Spule allerdings zustande? Schauen wir uns dazu einmal die Flussrichtung der Elektronen durch die Spule an. Vom Minuspol des Netzgerätes fließen die Elektronen in die Oberseite der Spule.
Danach fließen sie 600 Mal im Kreis, bis sie über das rote Kabel hin zum Pluspol des Netzgerätes fließen. Nehmen wir uns mal exemplarisch zwei Drahtstücke aus der Vorderseite der Spule heraus. Durch die Vorderseite fließen die Elektronen aus unserer Sicht nach oben. Um die Form des Magnetfeldes zu bestimmen, verwenden wir wieder die linke Hand. Der Daumen zeigt in Flussrichtung der Elektronen und die restlichen Finger geben die Richtung des Magnetfeldes an. Zunächst einmal das Magnetfeld, das entsteht, wenn Strom durch das linke Drahtstück fließt. Nun kommt allerdings noch das Magnetfeld dazu, das durch die fließenden Elektronen im rechten Drahtstück entsteht. Man könnte meinen, dass beide Magnetfelder dann so aussehen. Doch denkt an unsere Regel für Magnetfeldlinien. Diese überschneiden sich niemals. Das Magnetfeld, das durch die Überlagerung beider Magnetfelder entsteht, hat diese Form. Alle Drahtstücke auf dieser Vorderseite bilden ein Magnetfeld mit folgender ganz stark vereinfachter Form. Nun kommen noch die Magnetfelder durch die anderen Seiten der Spule hinzu. Zusammen ergibt sich das dreidimensionale, sehr vereinfachte Magnetfeld eines Stabmagneten. Auch ein Stabmagnet wird nämlich im Inneren selbst mit Magnetfeldlinien durchzogen. In diesem Kapitel geht es um die besondere Ausprägungsform des Magnetismus, und zwar dem Diamagnetismus. Ich habe für euch folgendes Experiment ausgewählt, um euch den Effekt und seine Auswirkungen zu zeigen. Für das Experiment benötigt man nur vier Neodym-Magnete und ein Stück Graphit. Positioniert man das Graphitstück mittig auf den Magneten, so schwebt dieses. Die abstoßende Kraft zwischen den Magneten und dem Graphit ist sogar so groß, dass man das Graphitplättchen mit Wattestückchen beschweren kann. Schauen wir uns den Aufbau des Experiments noch einmal in der virtuellen Realität an. Um euch zu erklären, warum das Graphit auf den Magneten schwebt, zeige ich euch ein weiteres Experiment. Für dieses Experiment habe ich den Unterboden eines Teelichtes so ausgeschnitten, dass nur noch ein Aluminiumring übrig blieb. Diesen Ring habe ich mit zwei Fäden und ein wenig Tesafilm an einer Stativstange befestigt. Zusätzlich benötige ich einen Dauermagneten. Dass es sich hier um einen Magneten handelt, zeige ich euch mal kurz. In der Zeitlupe erkennt man hoffentlich, dass der Aluminiumring vom Magneten abgestoßen wird, solange ich mich mit dem Magneten auf den Aluminiumring zubewege. Die Frage ist, was passiert im Aluminiumring bei der Annäherung des Magneten? Dazu wechseln wir in die Modellebene. Die kleinen Punkte im Aluring sollen einige freie Elektronen im Aluminium darstellen. Sobald ich den Magneten annähere, bewegen sich diese Elektronen im Kreis.
Diesen Effekt nennt man Induktion und dieser tritt nur bei elektrischen Leitern auf. Dabei ist nun die Richtung des induzierten Stromes entscheidend. Bei der Annäherung des Magneten bewegen sich die Elektronen so, dass sie ein Magnetfeld erzeugen, das dem äußeren Magnetfeld des Stabmagneten entgegengesetzt ist. Es stehen sich in diesem Fall der Südpol des Stabmagneten und der Südpol des Magnetfeldes des stromdurchflossenen Aluminiumringes gegenüber. Da die freien Elektronen sich allerdings nicht reibungsfrei im Aluminium bewegen, hört ihre Bewegung auf, sobald ich den Stabmagneten nicht weiter an den Ring annähere. Dadurch verschwindet auch das Magnetfeld um den Aluminiumring. Was hat dieses Experiment aber nun mit unserem Graphit zu tun? Wirft man einen genaueren Blick in das Innere des Graphits, so findet man dort Elektronen, die zwar gebunden, aber nicht lokalisiert sind. Dieses sind die sogenannten Pi-Elektronen. Ein äußeres Magnetfeld sorgt nun dafür, dass diese Pi-Elektronen Kreisströme bilden. Die Richtung ist dabei so, dass die Kreisströme ein Magnetfeld bilden, das entgegengesetzt zum äußeren Magnetfeld ist. Wichtig, dabei handelt es sich jedoch nicht um induzierte Ströme, sondern diese Ausprägungsform des Magnetismus nennt man Diamagnetismus. Es stehen sich also auch hier zwei gleichnamige Pole, in diesem Fall Südpol und Südpol, gegenüber. Das sorgt für eine Abstoßung. Da die Pi-Elektronen sich aber reibungsfrei bewegen können, hört ihre Bewegung nicht auf und das Magnetfeld durch die Kreisströme bleibt erhalten. Wirft man einen genaueren Blick auf die Neodym-Magnete, stellt man fest, dass folgende Anordnung vorliegt. Zwei der Neodym-Magnete zeigen mit ihrem Nordpol und zwei mit ihrem Südpol Richtung Graphitplättchen. Das hat zur Folge, dass im Graphitplättchen vier Bereiche entstehen, denn in jedem Bereich wird ein zum darunterliegenden Magnetfeld der Neodym-Magnete entgegengesetztes Magnetfeld erzeugt. Die einzelnen Bereiche des Graphitplättchens erfahren daher jeweils eine resultierende Kraft, die in die Mitte der vier Neodym-Magnete zeigt. Ein Blick auf die Unterseite des Graphitplättchens zeigt noch einmal, dass sich hier jeweils zwei gleichnamige Pole gegenüberstehen. Und dies ist der Grund für das Schweben des Graphitplättchens ist. In diesem Kapitel geht es um die vierte Ausprägungsform des Magnetismus, dem Paramagnetismus. Bevor ich euch diese Ausprägungsform erkläre, zeige ich euch zunächst ein sehr bedeutendes Experiment, das für die Erklärung entscheidend ist. In diesem Versuch wird in einem Ofen Silber so stark erhitzt, dass es gasförmig wird. Einige einzelne Silberatome verlassen den Ofen durch eine kleine Lochblende in Richtung eines inhomogenen Magnetfelds. Hinter dem Magnetfeld befindet sich eine Fotoplatte, auf der die Silberatome auftreffen und einen Abdruck hinterlassen. Das Ergebnis ist, dass die Silberatome entweder nach oben oder nach unten abgelenkt werden. Einige von euch könnten jetzt denken, dass die Ablenkung mit der Lorentzkraft zu begründen sei. Jedoch handelt es sich hierbei nicht um positiv oder negativ geladene Teilchen, die durch das Magnetfeld fliegen. Es sind vollständige Silberatome mit gleich vielen Protonen und Elektronen, also elektrisch neutrale Teilchen. Die Lorentzkraft wirkt also nach oben und nach unten gleich stark, sodass die Lorentzkraft kein Atom ablenkt. Schauen wir uns die Silberatome mal genauer an. Ein Silberatom besitzt 47 Elektronen. Die Elektronen befinden sich auf unterschiedlichen Energieniveaus. Auffällig ist jetzt schon, dass auf jeder Energiestufe eine gerade Zahl von Elektronen ist. Nur auf der höchsten Energiestufe befindet sich nur ein einziges Elektron. Schauen wir uns die Elektronen noch genauer an.
Das Pauli-Prinzip besagt, dass keine zwei Elektronen auf einer Schale die komplett gleichen Quantenzahlen besitzen dürfen. Die Hauptquantenzahl gibt an, auf welcher Schale sich das Elektron befindet, vereinfacht gesagt, welchen Abstand das Elektron zum Atomkern besitzt. Beginnen wir mit den beiden Elektronen auf der K-Schale. Die Nebenquantenzahl s, p, d oder f gibt an, welche Form das Orbital besitzt, in dem sich ein Elektron mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% aufhält. Die magnetische Quantenzahl m gibt die Ausrichtung der Orbitalform an. Auf den ersten Blick könnte man nun meinen, dass die beiden Elektronen auf der K-Schale in allen Quantenzahlen gleich sind. Das dürfen sie laut dem Pauli-Prinzip aber nicht. Schauen wir uns die beiden Elektronen jedoch noch genauer an, stellen wir einen Unterschied fest. Die letzte fehlende Quantenzahl, der Spin eines Elektrons, ist das, was diese beiden Elektronen unterscheidet. Das linke Elektron besitzt einen Spin down und das rechte Elektron einen Spin up. Diese beiden Elektronen, die bis auf den Spin vollständig identische Quantenzahlen besitzen, nennt man gepaarte Elektronen. Wenn man sich die Elektronen auf den weiteren Schalen anschaut, stellt man fest, dass diese vollständig aus gepaarten Elektronen bestehen. Nur auf der höchsten Schale befindet sich ein einziges ungepaartes Elektron. Dieses Elektron kann beide Spin-Zustände, Spin-Down oder Spin-Up, annehmen, ohne das Pauli-Prinzip zu verletzen. Nun gehen wir zurück zu unserem Experiment. Wie bereits erwähnt, fliegen immer ganze Silberatome durch das Magnetfeld. Wir schauen uns aber einmal an, was mit allen 46 gepaarten Elektronen passiert, wenn sie durch das Magnetfeld fliegen. Die Spins der beiden Elektronen müssen zu jedem Zeitpunkt entgegengesetzt sein, ansonsten würden sie das Pauli-Prinzip verletzen. Vor dem Eintritt in das Magnetfeld sind die Spins in alle möglichen Richtungen orientiert. Beim Eintritt in das Magnetfeld richten sich die Spins aber nach dem Magnetfeld aus. In diesem Fall zeigt der Spin des linken Elektrons in dieselbe Richtung wie das Magnetfeld und der Spin des rechten Elektrons zeigt in die entgegengesetzte Richtung. Ein Atom, das nur aus gepaarten Elektronen besteht, wird im Magnetfeld nicht abgelenkt. Aber das Silberatom besitzt ja ein einziges ungepaartes Elektron. Tritt dieses in das Magnetfeld ein, so richtet es sich entweder in Richtung Nordpol oder in Richtung Südpol aus. Dabei ist die Ausrichtung vor dem Eintritt in das Magnetfeld hauptentscheidend. Ist die Ausrichtung vorher eher dem Nordpol zugerichtet, so richtet sich der Spin in den meisten Fällen dann vollständig zum Nordpol aus. Dieses ungepaarte Elektron erfährt in diesem Fall eine Kraft nach oben. Damit kann gezeigt werden, dass der Spin des Elektrons ein magnetisches Moment besitzt und entweder wie bei diesem Beispiel vom Nordpol angezogen und vom Südpol abgestoßen und nach oben abgelenkt wird, oder wie im folgenden zweiten Beispiel genau entgegengesetzt. Im folgenden Experiment wird eine Alufolie über einen Faden gefaltet.
Nähert man sich mit einem starken Neodym-Magneten schnell an die Alufolie heran, so wird diese zunächst vom Neodym-Magneten abgestoßen. Ist die Alufolie also auch diamagnetisch? Nähert man sich zunächst mit den Neodym-Magneten der Alufolie und zieht die Magnete dann weg, wird die Alufolie mitgerissen. Zieht ein Magnet Aluminium also doch an? Was hier zu beobachten ist, ist dasselbe, was im Kapitel Diamagnetismus mit dem Aluminiumring passierte. Nähert man sich der Alufolie mit einem Magneten an, so werden im Aluminium Kreisströme induziert. Die Richtung der Kreisströme ist so, dass bei der Annäherung ein Magnetfeld um das Aluminium entsteht, das zu den Neodym-Magneten genau entgegengesetzt ist. Somit stehen sich in diesem Fall zwei Südpole gegenüber, die sich gegenseitig abstoßen. Entfernt man die Neodym-Magnete vom Aluminium, kehrt sich die Richtung der Wirbelströme um, sodass sich nun Südpol und Nordpol gegenüberstehen und das Aluminium von den Neodym-Magneten angezogen wird. Hält man allerdings die Neodym-Magnete in einem konstanten, sehr kleinen Abstand zur Alufolie, so wird diese von den Magneten angezogen. Hierbei handelt es sich um die fehlende magnetische Ausprägungsform, den Paramagnetismus. Ohne einen Magneten in der Nähe sind die Spins der Elektronen im Aluminium nahezu willkürlich in alle möglichen Richtungen ausgerichtet. Nähert man nun einen starken Neodym-Magneten der Alufolie, orientieren sich wenige Spins ungepaarter Elektronen so, dass nun die Mehrzahl der magnetischen Momente der Spins so ausgerichtet sind, dass sie zum Südpol der Neodym-Magnete angezogen werden.